Leute, hier ist Finde mit dem Rufzeichen DOR 312 vom Ostseefunkclub Rostock. 1967 ging die erste Radio DDR Ferienwelle auf Sendung. Vom 1. Mai bis zum letzten Wochenende im September konnte man in den drei Nordbezirken der ehemaligen DDR die Ferienwelle empfangen. Vielen Touristen und Einheimischen ist die Senderkennung der Radio DDR Ferienwelle bestimmt noch bekannt. Also mein Opa kann sich noch sehr gut an die Ferienwelle erinnern. Das war unser jüngstes Mitglied im Ostseefunkclub Rostock, der Finley. Und dem habe ich mal einige Dinge aus meiner Erinnerung erzählt und möchte das hier auch mal zum Besten geben. Wie gesagt, die Ferienwelle gab es von 1967 bis letztendlich 91. Sie hat sehr viele Rundfunk und Hörer hier in den drei Nordbezirken erreicht. Sie war eigentlich ist ursprünglich dafür ins Leben gerufen worden, die Urlauber in der Region zu versorgen. Auch das Wettergespräch war immer sehr interessant und natürlich irgendwo eine Geschichte, wo Leute, ich kann mich da gut dran erinnern, gesagt haben, jetzt kommt das Wettergespräch aus Warnemünde und das müssen wir dann unbedingt hören. Wie gesagt, die Ferienwelle ist dann etabliert worden und hat dann auf Mittelwelle, und zwar in Rostock auf 558 kHz, in Putbus auf 729, in Güstrow auf 1602 gesendet. Man hat nachher auch Möglichkeiten geschaffen, über UKW-Sender Schwerin, Putbus und Malo weiterhin zu senden. Die Frequenzen waren in Schwerin 88,55 MHz, in Putbus 88,60 und in Malo auf 91,05. Also man hat daher dafür gesorgt, dass das Verbreitungsgebiet natürlich sehr weit dann, oder zumindest die Qualität und auch die Möglichkeiten dann den Empfang zu gestalten, auch auf UKW verbessert. Wie gesagt, dieses Programm war sehr locker moderiert. Das Ganze war himmelweiter Unterschied zwischen den ganz normalen Sendern, die man eben Radio DDR 1 oder 2 zu dem Zeitpunkt hatte. Man hat einige Dinge sicherlich auch übernommen, gemacht und getan. Aber das Funkhaus Rostock war eines der wenigen, die hier zu DDR-Zeiten recht eigenständig war. Dieses Funkhaus in Rostock gab es schon seit 1959. Und war auch ein selbstständiges Funkhaus nachher geworden, was nicht mehr unter Schwerin stand oder maximal da was zugespielt hat. Also diese Geschichte war wirklich eine Sache, wo man sagen muss, aus der Erinnerung heraus, dass die Ferienwelle auf jeden Fall eine sehr frische, lustige und auch informative Geschichte war. Auch im Hinblick auf, steife Berichterstattung, die es sonst eben mehr oder weniger gab. Aus meiner Erinnerung her ist mir das noch gut bekannt, dass ich einen Detektor benutzt habe, um die Ferienwelle dann zu hören. Ich war junger Bengel und war irgendwo 10, 12 Jahre alt. Oder ja, lass mich auch schon 14 gewesen sein, keine Ahnung. Aber von der Sache her war das eine Geschichte, wo man doch wirklich auch aktuelle Musik gespielt hat und letztendlich sie die Einschaltquoten zwischen 60% und 70% auf die Reihe gekriegt haben, wenn man heute immer von Einschaltquoten so viel berichtet. Wie gesagt, sie ist dann 91 mehr oder weniger eingestampft worden, weil sie nicht mehr ins Bild dieses sogenannten NDRs dann gepasst hat. Ja, dazu, wie gesagt, das ist aus meiner Erinnerung berichtet.
Es muss nun nicht unbedingt, ich würde jetzt hier auch keinen Anspruch darauf erheben, dass es unbedingt alles dementsprechend komplett so wiedergegeben ist, aber wie gesagt, aus der Erinnerung her ist das schon recht brauchbar. Wenn Menschen sich weiter informieren wollen oder auch einige Hörer der Ansicht sind, die Ferienwelle ist doch vielleicht mal interessant, dann gibt es auch auf YouTube dementsprechende Videos, beziehungsweise auch eine Geschichte von dem Herrn Goldhofer, der auch früher einer derjenigen war, die in Ferienwelle moderiert und gemacht und getan haben. Da hat man im Nachgang mal eine ganz interessante Sendung gemacht, so viel wie ich weiß. Musst ihr mal googeln, beziehungsweise bei YouTube mal reingucken. Ja, das war es eigentlich hier vom Ostseefunkclub. Unser Beitrag für die 100 Jahre Radiogeschichte in Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie sagt man in der Funkersprache, 73 und QRT. Nordlichter vom Ostseefunkclub Rostock. Finlay, Jörg und mein Name ist Sabine. Tschüss!